Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von KDM von Kühring. Wir sind gerade bei und kaufen ein paar Gerätschaften für unseren Tierbetrieb. Dazu wollen wir mal sehen, dass wir unseren Transport hier ein bisschen verlängert kriegen. Das heißt, dass wir auch noch ein Gerät dazu kriegen. Ein bisschen, also normalerweise hätte der Radler da mitgeschoben werden müssen, oder auch nicht. Na, geht noch weiter, ne. Dann passt nämlich nur einer rauf und darum geht's vorbei. Denn die wollen ja durchdrehende Reifen. Wer? Der fährt. Die fahren auf. Der. Na, 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 darf es nicht reinkommen? Also Alternative wäre hier noch gewesen, man mit einem Fahrzeug fahren und dann in Anführungszeichen, wegen der Bäume hier, wegen dem Mast. Maus. Also mit einer Maus soll ich normalerweise nicht außerhalb des Bildschirms sein. Zumindest nicht anklicken. Weil dann die Lenkung versagt. Das einzige Gute ist hier, jetzt kann der andere ein bisschen aufholen. Ja, ich brauche noch ein Fahrzeug, um den Stroh auch entsprechend bei den Kühen reinzubekommen. Das heißt, da ich ja nicht jedes Mal den Mischfutter leer machen will, beziehungsweise ich nie genau die Menge weiß, was ich reinkippen kann, macht es doch Sinn, man hat dafür einen extra kleinen Mischfutterwagen, wo man dann Stroh ballenmäßig reinkippt oder auch zwei, und dann hat man nachher entsprechend auch genug Stroh. Vielleicht haben wir später auch noch so viel Geld und haben wir ein Strohlager, in dem Fall lose, wird ja ausreichen. Und dann brauchen wir die andere keine Ballen mehr. Aber mit Ballen ist nicht besser. Das Blatt sparen. Ne? So Junge, arbeiten Junge, nicht einfach so fahren. Na gut, gut. Bleibt der Kumpel. Weit weg, ne? Gut. Prozente haben wir jetzt. Der ist da. Okay. Der eine ist fast fertig. Und auch nicht. Das heißt, auf gut Deutsch, wir müssen das gleich mal nicht abbrechen. Überspringen. Das heißt, gut. Prozente. Den können wir schon mal entlassen. Denn die müssen noch wissen, wir kriegen ja nur die 100% bezahlt. Das heißt, den Augenblick, wo wir jetzt mehr machen, das ist dann unserem Auftraggeber egal. Also Misthaufen ist nicht voll, also dieser Modus und diesen Feldern, wo einigermaßen passt. Was ist das hier für ein Teil? Wasser? Wo sind wir hier?
Kann man noch Wasser holen? Ja, fast fertig. Das heißt, gleich kommt die Meldung, ist fertig und dann können wir das abbrechen. Da dürfen wir das auch morgen gleich düngen. Mal sehen. Die 47 würde ich vielleicht noch kaufen. Warum wissen die? Immer hier immer abschließen hier. 1% noch, kann nicht mehr viel fehlen. Steckt Verkehr fest. So, fertig. Abgeschlossen. Alles fertig. Ja, macht er ja perfekt, ne? Also da sind vielleicht die kleinen Maschinen besser für geeignet. Hat der Kollision, der Mast? Ich meine, musst du so staunen. Das da zum Programm das hinkriegt zu berechnen. Also soll ich immer Buch mit 7 Siegeln. Und jetzt kommt so eine Aktion, die ich nicht verstehe. Du müsst hier nur rechts fahren, nicht in Richtung Wald. Aber das habe ich geahnt, dass das kommt. Deswegen bin ich gleich rüber gezwitscht hier. Wie gesagt, bei Mission ist das nicht so tragisch, wenn man nicht fertig ist. Am Ende ist alles fertig, wenn fertig ist, ist fertig. So. Das läuft nun wieder. Da läuft nicht. Abenteuerlich. Misthaufen ist voll. Also nicht wundern, ist keiner voll. Aber ich denke mal, es wird näher, wenn es soweit ist, auch entsprechend funktionieren. Und der wird da auch Probleme bereiten. So, wir brauchen jetzt ein Fahrzeug mit natürlich allein fahren, ne? Also alles andere wäre ja Blödsinn. Und da reicht der Kleine aus. Der hat hier 13.000, 17.000, also 50.000 für Strom brauchen wir nicht. Außer ist der Kleine gewendiger. Können auch original nehmen. Der Kleine reicht aus. Immer sehen, wenn wir Schulden abzahlen werden. Ne? So, der muss auch mal zu. Der muss immer ein Stück weiterfahren. Hier nicht festmachen kann, ist ja auch komisch. Aber ist so. So. Darf nicht schneller sein.
Also mal gucken, rückwärts oder vorwärts. Die werden mal rückwärts auffahren, weil dann können wir das Ding hinten hochklappen, also vorne hochklappen, das Ding. Ja, das ist gut. Das ist auch nicht schlecht. Ja, gut, nee. Dann müsste ich tauschen, wenn das nicht funktioniert. Weil, sag mal so, das ist ja noch nicht gedacht, ne? Also, na gut, das klappt trotzdem. Aber wir könnten ein bisschen mehr auf genauer rauffahren, sag mal. Wir dürfen sowieso nicht rasen mit dem Scheiß. Oh. Das Ding fahren wir mal hoch. Also so ein Clou dabei. Wenn ich nun wieder mal keine Kollision haben, dann ist es ganz hilfreich. Das ist ganz passend. Dann auch noch an hier. Sprit sparen. Oh, das mag er nicht. So. Hoffen wir das Beste. Dass da keiner runterfällt unterwegs. So. Der sieht ja gut aus. Der zweite, das passt auch. Jetzt so ein blöder KI-Fahrzeug kommt, da haben wir echte Probleme. Oh, Entschuldigung. Irgendwie mit dem Kratzen. Nö. Haben wir da kein Nix? Misthauen ist voll. Klar. Strohhüsen alle. Oh. Mir drückt da was. Ja. Mal kurz was trinken. Ja.
Auf geht's. Dann haben wir noch ein paar Fahrzeuge am Händler noch liegen, stehen. Die Erkältung. Jetzt haben wir überhaupt 7 Spiel. Ho, ho, ho. Hat er eben einen Sprung gemacht. So, dann mal Richtung Stall fahren, muss ich da entsprechend Platz haben. Bis da oben ist voll. Ein Blödsinn. So. Dann werden wir gleich Stroh kaufen. Läuft sogar, erstaunlicherweise. Mir ist warm. So. Oder geht's nicht? Dann wollen wir hier kaufen. Ballen. Rundballen. Jetzt ein Stroh. Kaufen wir 8 Stück. Heu haben wir noch da. Und dann kaufen wir noch Silage. LKW ist auch bereits da. So, haben wir den Strohballen. Noch nicht da, das ist natürlich typisch. Das ist typisch. Geht ja nicht anders. Wenn wir mich ärgern wollen, dann ärgern wir richtig. Weil wir extra hinfahren. Statt da starr hinzubringen, wo ich schon stehe? Nö. Nein, wir fahren woanders hin. Und zwei Hänger noch und der für Dings hier braucht noch, der für Wald. Bäume pflanzen. Ich finde das super mit Autoload, dass sowas gibt. Weil dann können wir uns halt um andere Sachen schneller kümmern. Wie zum Beispiel sowas hier. Weiß zwar nicht, wieso er jetzt nicht mehr rumfährt. Mag er nicht mehr. Jetzt habe ich ein bisschen Problem. Und zwar bin ich aus dem Spiel raus. Und zwar da, wo ich spiele. Das heißt, die Lenkung wird gleich weg sein. Die ist weg. Das heißt für mich, rein, raus, rein, raus. Oder raus, rein. Zum Glück dauert nicht mehr so lange wie früher. Kann ich aber nicht genau sagen, ob der jetzt
So, liebe Zuschauer, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal Schüssel, Winke, Winke. Ciao, ciao. Und dann sehen wir uns vielleicht mal wieder zur nächsten Folge. Tschüssi.